Hallo, Defi.jetzt mit der Ausgabe 15. Zu Gast heute Marius van der Welten. Oder van der Weiden, wie spricht man es aus? Weiden. Weiden, van der Weiden, seines Zeichens Ethereum-Entwickler. Und der Ralf ist natürlich auch zugegen, der darf sich dann nachher vorstellen. Gleich die erste Frage, wie ist denn deine Definition von Defi, Marius? Hallo Thor, hallo Ralf, schön, dass ich heute da sein darf. Meine Definition von DeFi, alles, was irgendwie ein zentrales Finanzprodukt abgebildet auf die dezentrale Welt ist, ist für mich DeFi. Also für mich wäre zum Beispiel auch Bitcoin ein DeFi-Produkt, weil es eben das Finanzprodukt Gold oder Speicherung von Wertspeicherung irgendwie in einem dezentralen System abbildet. Also das ist für mich alles DeFi. NFTs sind für mich teilweise auch DeFi. Also ihr habt, glaube ich, schon mal ein bisschen über NFTs geredet. Non-Fungible Tokens können ja auch Rechte abbilden, also irgendwie Besitzrechte oder Copyright oder irgendwie Verwertungsrechte. Und ich denke, das ist für mich auch eine Art von DeFi. Ja, ich denke, das ist so ungefähr meine Definition von DeFi. Ja, okay, interessant. Und stell dir vor, Marius, du bekommst von uns 1.000 Euro. In was würdest du die, wenn du sie tauschst, tauschen? Also ich würde die ziemlich zu 100% in Ethereum stecken, natürlich. Nicht aus dem Grund, dass ich denke, dass irgendwie Ethereum jetzt besonders hoch gehen würde oder besonders sich gut verhalten würde im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, sondern ich will einfach Ethereum nutzen. Und um Ethereum zu nutzen, also um mit Smart Contracts zu interagieren, um Spiele zu spielen, um Dinge im Ethereum-Netzwerk zu kaufen, um Transaktionen zu schicken, braucht man Ether. Und deswegen würde ich den Großteil davon in Ether anlegen. In dieser Frage, also spielt ja noch so ein bisschen mit, was für andere Kryptowährungen du irgendwie interessant findest. Was ich sehr interessant finde, sind dezentrale Stablecoins, also sowas wie DAI, die einfach einen stabilen Wert irgendwie abbilden. Da würde ich eventuell auch ein bisschen Geld reinstecken, weil man damit sehr gut bezahlen kann. Also DAI ist so im Ethereum-Bereich die Währung, mit der eigentlich gezahlt wird. Also wenn du jetzt irgendwie auf einer Ethereum-Konferenz in eine Kneipe gehst oder sowas, dann zahlst du meistens mit DAI, weil das einfach sehr natürlich ist, umrechenbar in Euro. Okay. Erzähl mal, wie bist du denn zu Krypto gekommen, Marius? Also, ich bin ja noch relativ jung und ich habe in meinem Bachelor habe ich eine Vorlesung gehört, Programmierung massiv paralleler Prozessoren vor 3, 4 Jahren, 2017. Und da ging es um Programmierung von GPUs, von Grafikkarten. Und da dachte ich mir so, also da hat man dann CUDA gelernt, das ist so eine Programmiersprache für Grafikkarten. Und dann dachte ich mir, die würde ich gern mal irgendwie verwenden oder mir ein Programm angucken, was wirklich in dieser Sprache programmiert wurde. Und habe dann so ein bisschen auf GitHub rumgeguckt nach Programmen. Und dann habe ich den ETH-Miner gefunden. Das ist die offizielle Ethereum-Mining-Software, Open-Source-Mining-Software für Grafikkarten. Und dann habe ich da so ein bisschen mitgemacht,
halt ein paar Fehler behoben, habe ein paar Sachen irgendwie geändert. Also es gab dann gerade eine neue Version von CUDA und dann habe ich halt alte Sachen, die in der alten Version waren, habe ich rausgeschmissen und durch Sachen in der neuen Version ersetzt und sowas. Und dann bin ich da schnell irgendwie ins Kernteam aufgestiegen von diesem Miner. Und dann parallel dazu habe ich angefangen, bei einem Professor zu arbeiten, an der TU Darmstadt. Und wir haben gemeinsam ein Startup, also die Initiative für ein Startup gestartet, Perun. Da ging es um Payment und State Channels, also Layer 2 Lösungen, um Ethereum und andere Kryptowährungen schneller zu machen und zu skalieren. Und ja, nach 2 Jahren habe ich mir dann gedacht, ich will jetzt noch ein bisschen mein Master fertig machen. Also habe dann auch mein Bachelor über Payment und State Channels geschrieben. Und dann war irgendwann nach 2 Jahren, dachte ich mir, okay, jetzt will ich meinen Master endlich mal fertig machen. Bin jetzt so lange irgendwie an der Uni. Und ja, dann habe ich da meinen Job gekündigt. Und 2 Wochen später habe ich dann eine Mail bekommen, weil wir haben in der Zeit viel an Go-Ethereum gearbeitet. Also haben das viel genutzt. Das ist die Go-Implementierung von Ethereum. Und dann habe ich da immer mal irgendwie Sachen in dem Go-Ethereum-Code gefixt und besser gemacht und habe diese Änderungen dann immer hochgeladen und den anderen zur Verfügung gestellt. Und irgendwann wurde ich dann, genau nachdem ich da gekündigt habe, 2 Wochen später kam dann eine Mail, ja, hättest du nicht Lust, bei Go-Ethereum mitzumachen? Und das war so ein gutes Angebot, das konnte ich dann nicht abschlagen. Und dann musste mein Master noch ein bisschen warten. Und den habe ich jetzt aber doch im Endeffekt fertig gemacht. Und zwar habe ich meinen Master dann über Fuzzing geschrieben. Aber ich glaube, da reden wir später noch mal ein bisschen drüber. Mhm. Mich interessiert natürlich auch ein bisschen noch das Perun. Beziehungsweise, bevor du dazu was sagst, wie kann man sich das derzeit vorstellen, die Ethereum Foundation? Wie tickt die intern? Wie ist dort das Arbeitsklima? Wie viele Angestellte, Festangestellte arbeiten dort? Was kannst du darüber erzählen, wenn du das möchtest? Also das ist ein bisschen schwer, das irgendwie zu erzählen, weil ich weiß nicht so viel davon. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich bin ungefähr vor einem Jahr bin ich dazugestoßen und seitdem gibt es keine Konferenzen mehr. Ihr wisst schon. Und normalerweise, also die Ethereum Foundation ist sehr, sehr dezentral. Es gibt ein Büro in Berlin, wo vielleicht 10, 15, 20 Leute sitzen. Aber das Büro ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch geschlossen. Dann gibt es wohl irgendwie noch eine kleine Dependance in Shanghai. Sonst sitzen die Leute überall auf der Welt. Meistens irgendwie alleine oder zu zweit in irgendwelchen kleinen Coworking Spaces oder so. Und dementsprechend es ist sehr dezentral gestaltet. Und normalerweise trifft man sich halt immer wieder auf diesen Veranstaltungen und Konferenzen. Und da es die im Moment nicht gibt, habe ich da leider nicht so viel Einblick drin. Und wirst du da als Freelancer oder Festangestellter im Vertrag geführt? Das kann man sich aussuchen. Also wir Entwickler, wir können das uns aussuchen. Ich bin fest angestellt, in unserem Team ist es ungefähr Hälfte, Hälfte. Die meisten, die in Deutschland arbeiten, sind fest angestellt, die meisten aus dem Ausland sind Freelancer. Und kriegt ihr als Gehaltsbestandteil auch ein bisschen Krypto oder Avancen darauf? Das kann man sich auch aussuchen. Also man kann es sich entweder in Krypto bezahlen lassen oder in Euro. Die ganze Zeit war es so, dass die in Deutschland angestellt sind, sich nur in Euro bezahlen lassen dürfen.
Aber jetzt hat es sich geändert. Jetzt dürfen wir uns auch in Krypto bezahlen lassen. Ich lasse mich aber in Euro bezahlen, außer sowas wie Weihnachtsbonus. Das gibt es dann in Krypto. Und könnt ihr bei den Krypto aussuchen, welche ihr haben wollt? Ich denke schon, aber ich glaube nicht, dass viele Leute was anderes als Ether nehmen. Okay. Welche Kryptowährung findest du gut und warum, Marius? Also ich finde alle Kryptowährungen, also diesen Dezentralitätsgedanken als erstes haben, finde ich gut. Bitcoin fand ich schon immer ein bisschen langweilig. Also ich bin direkt in Ether gestartet oder in Ethereum gestartet, weil es da einfach vorangeht. Also es geht einfach total voran. Es wird ganz viel ausprobiert, es wird ganz viel Neues entwickelt, was ich sehr interessant finde. Also ich war schon immer da wegen der Technologie. Nicht wegen dem irgendwie investieren oder weil ich davon jetzt irgendwie groß reich werde oder sowas. Also ich bin nicht reich und ich habe da jetzt auch nicht so viel Geld irgendwie in Ether drin, dass es mir was ausmacht, wenn der Markt jetzt irgendwie krass runtergeht, sondern ich will halt genug Ether haben, um es zu verwenden, um die Transaktionskosten zu bezahlen. Und deswegen, also auf einem technischen Niveau fand ich Bitcoin immer sehr, sehr langweilig. Auf einem ethischen und von dem Gedanken her, weiß nicht. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Andere Kryptowährungen, ich fand mal ein paar so ganz interessant, aber die meisten sind nie so wirklich an den Punkt gekommen, wo sie nutzbar waren, wo du wirklich irgendwie was damit machen konntest. Und das Gleiche gilt für die meisten Tokens. Also ich finde, die meisten Tokens haben meiner Meinung nach keine Berechtigung. Die meisten Protokolle brauchen keine Tokens. Und ja. Okay, Und welche Kryptowährung. Währung fandest du mal gut? Also ich fand Cardano immer sehr interessant, weil die mit der Idee dahinter angefangen haben, es muss alles bewiesen sein und sie müssen alles irgendwie formal beweisen. Das Problem ist, dass viele Sachen von dem, was wir machen, erstmal nicht bewiesen werden können. Also selbst die Beweise dann auf sehr wackeligen Füßen stehen. Dass es einfach total lange braucht, diese Sachen zu beweisen. Und ich denke, da ist die Experimentierfreudigkeit ist da dadurch auch ein bisschen gelähmt. Okay, ich hatte ja vorhin, du hattest ja gesagt, dass du am Perun-Netzwerk ein bisschen mitgearbeitet hast. Ich habe verstanden, über 2 Jahre. Ist denn das live gegangen und was kannst du kurz dazu sagen? Hat das auch was mit DeFi zu tun? Ja, also es ist eine Skalierungslösung. Es ist im Endeffekt, also sie haben es jetzt endlich gegründet, und es ist Teil von der, also wenn ich es richtig verstanden habe, Teil von der Hyperledger Foundation geworden, also vom Hyperledger Inkubator irgendwie. Und die Idee dahinter ist, viele Transaktionen müssen ja gar nicht auf der Blockchain landen. Also wenn Ralf und ich jetzt irgendwie Geld hin und her schicken würden, also ich schicke ihm 2, er schickt mir 4 zurück, ich schicke ihm wieder 2, er schickt mir wieder 4, sowas, dann interessiert es die anderen Leute in dem ganzen System ja gar nicht, solange wir nicht Geld kreieren. Das heißt, was man machen kann, ist, man setzt Geld sozusagen fest. Und verschickt dann zwischeneinander, verschickt man sich Schuldscheine und ganz am Ende sagt man, okay, das ist jetzt der letzte Stand,
mit dem letzten Stand gehen wir zur Blockchain und sagen, hey, wir haben ganz viele Transaktionen gemacht und ganz am Ende kam dieser Stand raus, jetzt zahlt uns bitte das Geld aus. Und somit packt man sozusagen ganz viele kleine Transaktionen in eine große Transaktion zusammen. Das ist eben eine Skalierungslösung, die jetzt schon relativ lange Bestand hat. Und in Perun haben wir das dann nicht nur mit Transaktionen, sondern auch mit Smart Contracts gemacht, dass man sozusagen diese Smart Contracts ausführen kann und dann immer wieder zur Blockchain gehen kann, um die dann zu beweisen. Okay, das ist ja so eine Art State-Channel-Netzwerk. Und ein bisschen genau. Ein Ansatz wie Lightning funktioniert das, ja? Und hat man in der Praxis schon ausprobiert, wie oft? Nehmen wir an, man hat in seinem State-Channel also viele Transaktionen. Wie oft sollte man denn, ich sag mal, einen Beweis, also den Kontostand beider sozusagen oder aller Beteiligten am State-Channel in die Blockchain schreiben, innerhalb welcher Zeiteinheiten? Oder nach wie vielen Transaktionszahlen? Gibt es dazu praktische Erfahrungen? Also ich habe jetzt noch keine praktischen Erfahrungen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr dabei. Als ich gegangen bin, war es gerade so, dass wir das ganze Zeug testen konnten. Also meistens ist es so, dass man irgendwie dass es unbegrenzt ist. Also man muss halt eine Software laufen lassen, die immer die Blockchain anguckt und sieht, wenn der andere jetzt anfängt, irgendwie einen Stand zu veröffentlichen. Weil dann kann es sein, dass jemand einen alten Stand veröffentlicht und dann musst du mit sozusagen dem neuesten Stand musst du sozusagen den alten Stand invalidieren. Mhm. Das ist was halt ein großes Problem von diesen State-Channels ist, dass man eben immer online sein muss, immer auf die Blockchain gucken muss, ob da irgendwie gerade was passiert und dann reagieren muss. Kommen wir mal wieder zu den Fragen zurück, Ralf. Du bist ja schon wieder zu stark in die Technik abgedriftet. Wir sind ja noch bei den Kryptowährungen, Kryptoassets. Welche Projekte findest du denn, dass die noch in 2 Jahren eine Bedeutung haben, die heute, sagen wir mal, im Gespräch sind? Ja, also ich denke, Bitcoin wird nicht weggehen. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Bitcoin bin und vor allem von den Bitcoin-Maximalisten, die es so gibt, wird das nicht verschwinden. Ich denke, auch Ethereum wird nicht verschwinden, insbesondere mit den neuen Entwicklungen, die wir da gerade am Machen sind. So von den größten 10, 15 denke ich, die meisten werden bleiben. Es kann sein, also Binance Smart Chain oder ich glaube, der Token heißt BNB oder so. Das ist was, das, so wie ich das jetzt im Moment sehe, ist was gerade zerbröckelt. Also die haben sozusagen Ethereum genommen, die haben unsere Software genommen, Go Ethereum genommen und alle Konstanten, die wir so in unserem Code haben, haben sie mal 10 genommen und das dann Binance Smart Chain genannt. Also die Blockzeit von Binance Smart Chain ist irgendwie von 13 Sekunden auf 3 Sekunden runter. Das heißt, alle 3 Sekunden gibt es einen neuen Block. Die Blöcke sind 3-mal so groß. Das heißt, die haben einen sehr, sehr hohen Transaktionsdurchsatz, was erstmal sehr gut klingt. Niedrige Transaktionskosten, hoher Transaktionsdurchsatz. Das Problem ist, dass irgendwann die Computer nicht mehr nachkommen, diese ganzen Transaktionen zu verifizieren, diese ganzen Kontostände zu speichern. Und es ist jetzt schon so, dass man fast nicht mehr diese Binance Smart Chain von Beginn an verifizieren kann. Und das ist natürlich ein großes Problem. Das ist ein großes Problem für Dezentralität, weil Leute, die diese Binance Smart Chain irgendwie benutzen wollen, die müssen irgendwie eine Node laufen lassen auf irgendwie krassen NVMe-SSDs.
also ganz schnellen Festplatten, um damit sie überhaupt noch an dem Netzwerk teilnehmen können. Und dann sind so Sachen wie die Explorer, also wo du die Transaktionen sehen kannst, die fallen die ganze Zeit aus, weil die eben nicht mehr mit dieser Menge an Transaktionen klarkommen. Und was hältst du von Tron? Ist ja auch so ein Ethereum-Klon. Ich habe nicht viel Ahnung von Tron. Also wie gesagt, es ist irgendwann bist du halt in deiner Ecke und hast das gefunden, was du irgendwie interessant findest, was du gut findest, woran du arbeiten willst. Und dann kannst du nicht mehr diese ganzen Projekte irgendwie angucken. Also zum Beispiel, das Einzige, was ich mir jetzt in letzter Zeit wieder angeguckt habe, ist Solana. Auch ein interessantes Projekt. Allerdings ist es da auch so, dass die Validatoren extreme Hardware-Anforderungen haben. Und das ist sowas, was wir zum Beispiel in Ethereum 2, wo wir extra darauf achten, dass unsere Validatoren möglichst wenig Energie verbrauchen, möglichst wenig Hardware nutzen. Okay. Wie kann man sich innerhalb der Ethereum Foundation oder in der den Abwicklung oder die Weiterentwicklung des Go Ethereum Clients vorstellen? Wie läuft das? Ist das komplett agil? Ist das streng vorgegeben? Kannst du dazu uns was sagen? Also die Ethereum Foundation, die hat eigentlich keinen Einfluss auf das, was wir entwickeln. Also sie übt zumindest keinen Einfluss aus. Es ist so, wir arbeiten ganz frei bestimmt, ganz selbstbestimmt, wenn wir irgendwie irgendwie an einem Problem arbeiten, was wir finden, was wichtig ist, dann wird das innerhalb unseres Teams besprochen. Und da hat dann, also wir, die Ethereum Foundation hat ja eine Geschäftsführerin und Vitalik ist ja auch der Chief Researcher, aber die haben überhaupt keinen Einfluss auf das, was wir so den ganzen Tag lang machen. Es gibt alle 2 Wochen den All-Core-Dev-Call. Also das ist unser Team. Im All-Core-Dev-Call sind die verschiedenen Teams, die irgendwie mit Ethereum was zu tun haben. Also das ist Go-Ethereum, die Go-Implementierung. Dann ist es Open-Ethereum, was jetzt zu Erigon geht, was früher mal Parity war. Also das ist die Rust-Implementierung. Dann gibt es die Java-Implementierung und die .NET-Implementierung plus die Researcher. Die Researcher sind dann wie zum Beispiel Vitalik Buterin, die Leute, die irgendwie die Zukunft des Protokolls planen. Und alle 2 Wochen treffen die sich in einem Telefonat, das auf YouTube veröffentlicht wird und gelivestreamt wird und sprechen dann über die Zukunft des Netzwerkes, über die nächsten Schritte, die zu tun sind. Und dann wird eben über Neuerungen wird abgestimmt. Und um eine Neuerung jetzt in Ethereum einzubringen, muss man ein EIP schreiben, ein Ethereum Improvement Proposal. Das ist so ein bisschen wie RFCs, Requests for Commons im Internetbereich. Also man schreibt eben auf, das ist eine Neuerung, die will ich jetzt haben. Die ist irgendwie wichtig und die ist gut für Ethereum. Und lädt es auf einer Seite hoch, auf einem GitHub-Repository. Und dann wird man zu einem dieser Calls eingeladen, stellt es vor. Und wenn das irgendwie was ist, was sehr viele Leute gut finden, dann wird das erst ausgetestet, erstmal implementiert und dann irgendwann wird entschieden, okay, das soll jetzt Teil von Ethereum werden. Und dann wird das in einen Hardfork
Also Hardforks in Ethereum sind ein bisschen anders als Hardforks in Bitcoin. Hardforks in Bitcoin sind immer so was ganz, ganz Schlechtes, und in Ethereum sind es eher Netzwerk-Upgrades. Also wir verändern die Software, die Regeln des Systems ein bisschen, um irgendwie neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Und wenn dann dein EIP irgendwie von allen beschlossen wurde, dann wird er in den Hardfork getan, und dann irgendwann wird es auf dem Netzwerk veröffentlicht, und dann kann man dein Improvement Proposal benutzen. Okay. Woran arbeitest du gerade, Marius? Also, wie gesagt, ich arbeite an GoEthereum. Das Coole an Ethereum ist, es gibt mehr als eine Implementierung. Also Ethereum ist erstmal nur ein Protokoll, das im Yellow Paper spezifiziert wurde. Und da ist es sehr mathematisch spezifiziert. Und davon gibt es dann verschiedene Implementierungen in verschiedenen Sprachen. Und ich arbeite in der Go-Implementierung. Also Go, für die es nicht kennen, ist eine relativ neue Sprache von Google, die für so Server-Applikationen sehr, sehr gut ist. Und genau, und da arbeite ich jetzt an verschiedenen Sachen. Meistens, also wir kriegen in der Woche 20, 30, 100 Bug-Reports, wo irgendwie was kaputt gegangen ist, oder irgendwo will jemand mit der Ethereum-Node irgendwie was Bestimmtes machen. Und da arbeite ich relativ viel dran, irgendwie diese ganzen Dinge abzuarbeiten. Und unter anderem implementiere ich auch neue Features, und zum Beispiel der Transaktionspool. Also wenn man jetzt eine Transaktion ins Netzwerk schickt, dann muss diese Transaktion die schickst du dann an deine Node. Also zum Beispiel, entweder du lässt selbst eine Ethereum-Blockchain bei dir laufen, eine Ethereum-Node bei dir laufen, oder du verwendest so einen Service wie Infura. Also zum Beispiel MetaMask kann im Hintergrund Infura verwenden, kann auch deine eigene Node verwenden. Aber wenn du jetzt auf MetaMask auf Transaktion schicken klickst, dann wird die an Infura geschickt. Infura lässt eine Node laufen, und die Node, die verteilt die Transaktion dann im Netzwerk. Und alle Knoten im Netzwerk müssen deine Transaktion speichern, um sie dann in den nächsten Block mit reinzuminen, wenn sie denn genug Transaktionskosten bezahlst. Und dieser Part, also dieser Teil von der Ethereum-Node, die Transaktionen speichert und die Transaktionen eben sortiert nach Transaktionskosten, der nennt sich Transaktionspool, Transaction Pool oder auch Mempool. Und da haben wir im Moment so ein kleines Problem, dass der Transaktionspool rein in Memory, also im Arbeitsspeicher gehalten wird. Das heißt, wir können ungefähr 5000 Transaktionen im Arbeitsspeicher halten. Das sind dann ein halbes bis irgendwie ein Gigabyte, je nachdem, wie groß die Transaktionen sind. Mehr Transaktionen wollen wir nicht im Arbeitsspeicher halten, weil wir sonst irgendwie die Nodes dazu zwingen würden, total viel Arbeitsspeicher zu haben. Und deswegen arbeite ich gerade daran, diesen Transaktionspool komplett umzubauen, sodass nur noch ein kleiner Teil der Transaktionen im Arbeitsspeicher gehalten werden und ein größerer Teil von den Transaktionen auf der Festplatte. Also nur um da mal die Zahlen zu nennen, im Moment sind ungefähr 100.000 Transaktionen im Ethereum-Netzwerk zu jedem Zeitpunkt. Und das heißt, wenn deine Node nur 5.000 Transaktionen irgendwie speichern kann, gehen halt viele Transaktionen verloren. Und das heißt, wenn jemand dann eine Transaktion schickt, die sehr, sehr wenige Transaktionskosten hat, die wird dann irgendwann von allen Knoten im Netzwerk gelöscht. Und dann muss man die neu schicken,
was natürlich total blöd ist. Und wenn jetzt alle Knoten irgendwie mehr Transaktionen speichern können, dann müsste man nicht so oft seine Transaktionen neu schicken. Das ist so ein Ding, an dem ich arbeite. Und das andere ist Fuzzing. Mhm. Vielleicht noch Fuzzing, eine Frage. Ja. Vielleicht noch eine Frage zu dem Transaktionspool oder Mempool. Kann man das ein bisschen vergleichen mit einer... Ich höre dich gerade nicht. Bin ich jetzt zu hören? Du bist zu hören, aber mach mal ein bisschen lauter bei dir, Ralf. Nee. Du sprichst recht leise. Okay. Ist der Mempool vergleichbar mit einer asynchronen Message Queue? Hörst du uns, Marius? Er hört uns nicht. Ja, weiß nicht, was da... Technisches Problem. Hatte vorhin auch ein bisschen paar Verzerrungen drin. Marius? Ah, jetzt höre ich dich. Okay, gut. Ja, meine Frage war, ist der Mempool oder Transaction Pool ein bisschen vergleichbar mit klassisch einer asynchronen Message Queuing System like ACMQP oder RabbitMQ? Vergleichbar, ja. Also wir haben einen, man braucht halt viele, viele Sachen, also die Prioritäten ändern sich. Also bei einer klassischen Message Queue ist ja so irgendwie Last In, First Out, First In, First Out so. Du hast einfach eine Queue und irgendwie die neuen Events kommen hinten dran und die alten Events werden irgendwie vorne abgearbeitet. Der Mempool ist sehr, sehr kompliziert oder der Transaction Pool ist sehr, sehr kompliziert, weil Transaktionen, die sehr, sehr viele Transaktionskosten zahlen, immer vorne angestellt werden, auch wenn sie jetzt noch sehr, sehr neu sind. Das heißt, man muss die ganze Zeit diese Transaktionen immer neu sortieren und neu sortieren. Und da gibt es halt immer ein paar Probleme mit, weil das auch sehr, sehr rechenaufwendig ist. Und ich versuche da auch ein paar Sachen ein bisschen besser zu machen. Also die ganze Zeit haben wir dann eine Transaktion an den Heap irgendwie von den ganzen Transaktionen eben in Memory gehalten. Und dann konnte man immer von diesem Heap die Transaktion holen. Das Problem dabei ist, dass man immer nur eine Transaktion holen kann und man kann die immer nur poppen und nicht irgendwie peaken. Also kannst nicht die 10 besten Transaktionen dir holen, sondern immer nur die allerbeste. Und wenn du die rausgeholt hast, dann musst du sie wieder neu reintun, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht gepasst hat oder sowas. Also es ist relativ kompliziert. Deswegen bin ich da jetzt auch schon seit ein paar Wochen dran, das alles neu zu schreiben. Okay, es scheint also ein bisschen komplizierter zu sein als das allgemeine Bubble Sort, was wir im Grundlagenstudium der Informatik irgendwo kennen. Ja, ich hatte dich dann unterbrochen, du wolltest etwas zum Fuzzy-Testing sagen. Genau, also das ist Teil meiner Masterarbeit, da habe ich meine Masterarbeit drüber geschrieben, habe ein Programm entwickelt. Da wir in Ethereum diese vielen verschiedenen Implementierungen in verschiedenen Sprachen haben, kann man das sehr gut nutzen, um Ethereum zu testen. Das ist so ein Vorteil von Ethereum, den eigentlich außer Ethereum keine andere Kryptowährung hat. So viele Implementierungen, die alle das Gleiche können. Und was man dann machen kann, ist, wenn man irgendwie zwei Implementierungen hat, dann schickt man die gleiche Transaktion auf beiden Implementierungen und guckt, ob am Ende das Gleiche rauskommt. Und damit kann man dann verifizieren, dass beide Implementierungen korrekt das Ethereum-Protokoll implementieren. Und genau, das ist FuzzyVM, also das ist das Programm, das ich dann entwickelt habe. Schickt zufällige Transaktionen und findet dann Probleme zwischen den verschiedenen Implementierungen. Also es schickt nicht ganz zufällige Transaktionen, weil die würden meistens, also
da würde man nichts finden. Aber so ein bisschen besondere, also zum Beispiel Transaktionen, die, also wo ein Smart Contract den nächsten Smart Contract aufruft und der ruft wieder den ersten Smart Contract auf. Und das dann in der Schleife ganz, ganz oft, bis es irgendwann zu Ende ist. Und also interessante Transaktionen, die halt eben irgendwelche besonderen Implementierung treffen. Und ja, genau, da arbeite ich im Moment dran und FuzzyVM hat schon drei kritische Fehler in Ethereum, also in Ethereum-Implementierung, einen in der .NET-Implementierung und zwei in der Java-Implementierung gefunden, was dann immer was einfach das Netzwerk viel sicherer macht. Weil wenn jemand auf dem Live-Netzwerk so eine Transaktion schicken würde, könnte es halt sein, dass ein Teil der Nodes diese Transaktion nicht verifizieren kann und dann vom Netzwerk sozusagen sich abspaltet und sich das, dann das Netzwerk in zwei spaltet. Und das wäre sehr, sehr schlecht. Das ist letztens auch mal passiert, vor einem halben Jahr ungefähr. Da hatte Infura ihre Software nicht geupdatet und ja, daran kann ich mich erinnern. Da sind bei uns in der Firma auch ein bisschen die Leute, die Node betreiben. Elf, du bist zu leise. Mach mal endlich dein Mikro lauter. Ja. Du sprichst da einfach zu schlecht und er hat jetzt irgendwie schlechte Verbindung. Marius, du bist eingefroren. Mit deinem Internet stimmt was nicht. Vielleicht macht dein Kühlschrank gerade ein Update. Ja, irgendwie ist gerade das Internet nicht so richtig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja gut, wir sind also immer noch von der physikalischen Eigenschaften der Übertragungswege abhängig. Ne? Also ja, das haben wir so. Vielleicht nochmal ganz kurz, du testest mit dem FuzzyTesting, testest du vier programmtechnische Implementierung von Ethereum. Einmal auf Go, einmal auf Rust, .NET, das von Microsoft und auf Java, richtig? Ja, genau. Also es sind sogar mehr. Es sind im Moment fünf. Plus noch zwei, die gesagt haben, sie wollen das, also man muss so ein bestimmtes Interface implementieren, damit ich das testen kann. Und es ist jetzt noch die JavaScript-Implementierung und die Python-Implementierung, die wollen auch noch, und die C++-Implementierung, drei Implementierungen. Oh je. Sogar die wollen auch noch Teil davon werden. Also ich sehe da auch schon, also da werden bestimmt noch der ein oder andere Bug irgendwie vorkommen. Zum Beispiel die JavaScript-Implementierung, die hat keinen Client, der das ganze Netzwerk verifizieren kann, sondern die haben nur eine Implementierung von der EVM. Das ist sozusagen das Herzstück von Ethereum, das die Transaktion ausführt. Genau das teste ich ja, indem ich Transaktionen schicke. Das kann zum Beispiel auch in JavaScript super verwendet werden, um sowas anzubieten, um irgendwie Transaktionen auszutesten oder sowas. Ja, wir kommen auch zu Fragen von Begriffen, ein bisschen zur Wiederholung auch für unsere Zuhörer, Zuschauer, die nicht ganz so tief in der ganzen Ethereum- und Kryptowelt und Programmieren drin sind. Es gibt da eine Abkürzung, die heißt MEV. Marius, was bedeutet denn das? Also MEV steht für Miner Extractable Value, also den Wert, den ein Miner extrahieren kann. Später wurde es auch ein bisschen umgedichtet in Maximum Extractable Value, also der maximale extrahierbare Wert. Die Idee dabei ist, dass Miner bzw. die Leute, die den Block produzieren, also in Kryptowährungen sind ja immer die Transaktionen sind in einem Block
zusammengepackt. Und innerhalb dieses Blocks können die Blockproduzenten, ob das jetzt Miner oder Validatoren sind, die können die Transaktionen verschieben. Das heißt, die können oder sie können ihre eigenen Transaktionen einfügen. Und dadurch können sie in diesen DeFi-Protokollen Wert extrahieren. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand, also jetzt das einfachste Beispiel für MEV ist Frontrunning. Da nehme ich jetzt den Punkt einfach schon mal vorne weg. Die Idee ist, wenn ich weiß, dass jemand jetzt in gleich ganz viel von der einen Kryptowährung kauft auf einem dezentralen Exchange, dann kann ich vorher ein bisschen von der Kryptowährung kaufen und es ihm dann verkaufen. Und dadurch habe ich einen ganz kleinen Gewinn, also irgendwie 1-2% oder sowas, aber wenn ich das mit ganz viel Geld mache, also wenn ich jetzt irgendwie ich weiß, dass der Ralf jetzt gleich irgendwie den DeFi-Coin kaufen will, dann kaufe ich vorher ganz schnell ein bisschen DeFi-Coin oder ganz viel DeFi-Coin und verkaufe es dann dem Ralf wieder für ein bisschen mehr. Und somit habe ich einen kleinen Gewinn gemacht. Und das nennt sich Frontrunning. Und dann gibt es noch Sandwiching. Das heißt, wenn der Ralf dann jetzt den DeFi-Coin gekauft hat, dann danach verkaufe ich meinen Coin wieder. Dann mache ich sozusagen den umgedrehten Trade und kaufe dem Ralf irgendwie den DeFi-Coin wieder ab oder so. Und dadurch habe ich diese kleine Gewinnspanne, die ich beim Frontrunning habe, die habe ich dann beim, nennt sich Backrunning oder Sandwiching, habe ich dann nochmal. Und so kann man relativ viel Geld extrahieren. Das ist so eine Sparte von MEV. Das ist so die am einfachsten zu erklärende. Ja, genau. Und dann gibt es noch andere Techniken. Zum Beispiel Liquidations. Also in vielen Protokollen, in vielen DeFi-Protokollen ist es so, dass man Geld festsetzen kann und festlegen kann und dafür irgendeinen anderen Token kriegt. Also zum Beispiel, du legst Ether fest und kriegst dafür DAI. Wenn jetzt aber der Preis von Ether fällt und somit dein DAI nicht mehr gedeckt wäre, dann wirst du liquidiert. Dann wird automatisch dein Ether verkauft, um den DAI wieder zurückzukaufen. Und diese Liquidation, die passieren relativ oft auf Ethereum oder in DeFi-Protokollen. Und was da passiert, ist jemand oder ein Oracle meistens setzt den Preis auf der Blockchain. Das heißt, irgendwie es muss eine Transaktion von diesem Oracle-Provider geben, die auf der Blockchain den Preis zu dem jetzigen Zeitpunkt reinschreibt. Jetzt können alle Leute diesen Preis sehen und wissen dann, okay, diese und diese und diese Position, die sind jetzt nicht mehr gedeckt. Das heißt, ich kann die triggern, ich kann da eine Transaktion schicken, dass diese bestimmte Position jetzt liquidiert wird. Dafür kriege ich ein bisschen Geld als Anreiz dafür, dass das gemacht wird. Plus die Person wird dann eben liquidiert. Und das kann man, und da gibt es dann ganz viele, viele Bots, viele, viele Programme, Roboter, die das automatisch machen. Die scannen den Transaktionspool nach Transaktionen, die irgendwie eine Liquidation ausführen würden. Oder diese Oracle-Transaktion, danach suchen die und schicken dann ihre eigenen Transaktionen hinterher. Und dann kann man, also wenn man solche Transaktionen findet, dann kann man jetzt auch, also es gibt jetzt Miner, Mining Services, die das anbieten, dass man denen Transaktionen schickt,
die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden sollen. Also da schickst du dann die Oracle-Transaktionen und dann schickst du deine Liquidierungstransaktionen hinterher. Mhm. Und das ist MEV. Dazu eine Frage. Du sagtest ja, jemand schickt es dann zu einem Miner, dass der das sozusagen in den Block reinnehmen kann und vielleicht vorher was handeln kann. Wer ist denn ein solcher jemand? Könnte das Chainlink sein oder was muss man sich unter jemand vorstellen? Das kann jeder sein. Also da gibt es eben diese Gruppe, also es ist eine sehr, sehr lose Gruppe, die nennt sich Flashboys oder Flashbots. Und die haben viele von diesen Ideen entwickelt. Und jeder, der so einen Bot laufen lässt, der diese Transaktion findet, der kann die zu den Minern schicken. Oder Miner können das natürlich auch selbst. Wenn die Miner gut vernetzt sind, diese Transaktionen finden, dann können sie diesen Wert auch selbst extrahieren. Und sind das konkrete Miner oder schicke ich das jetzt einfach ins Netzwerk raus? Ich muss da dann wahrscheinlich konkrete Miner ansprechen und denen ein bisschen was bezahlen. Ja, dafür. Genau. Also theoretisch musst du konkrete Miner ansprechen. Praktisch ist es so, dass diese Miner, die diese bestimmte Software laufen lassen, die verbinden sich miteinander zu einem Netzwerk, sodass du einfach nur an dieses Zusatznetzwerk deine Transaktionen schicken musst. Und dann bezahle ich denen aber auch ein bisschen mehr dafür, oder? Genau, dann bezahlst du denen ein bisschen mehr. Ja. Also und die können dann teilweise dann halt auch deine Transaktion ohne Gas verschicken. Also du musst keine Transaktionskosten mehr bezahlen, aber dafür musst du denen halt dann eine Transaktion schicken, die bezahlt. Also die dann zum Beispiel nicht mehr mit Ether bezahlt, sondern halt mit DAI oder mit DeFi-Coin oder was auch immer. Und ja, also du bezahlst sie dann sozusagen auf einem anderen Weg, nicht mehr mit den Transaktionskosten. Und wie findest du das, so quasi ein paralleles Netzwerk da noch mit drinne? Das ist ja so ein bisschen wie Gemauschel eigentlich, oder? Ja, genau. Also ich bin dem Ganzen sehr, sehr kritisch, stehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber. Insbesondere, weil ein Großteil der Miner diese besondere Software jetzt verwenden. Diese Software, die das macht, die heißt MEVGeth. Also das ist ein Fork von unserer Software, die diese speziellen zusätzlichen Regeln irgendwie drinne hat. Das Problem ist natürlich, dass wir darüber keine Autorität mehr haben. Das heißt, wir können, wenn da jetzt ein Fehler drin ist, den die da reingemacht haben, dann können wir das nicht sehen. Und dann können wir das auch nicht, also das ist ja nicht in unseren Testen mit drin. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr kritisch. Wir hoffen, dass wir in Zukunft irgendwas entwickeln können, damit die nicht mehr so viel an unserer Software verändern müssen und nur noch zum Beispiel den Transaktionspool umschreiben müssen und nicht mehr die ganze Software, was um einiges sicherer wäre fürs Netzwerk. Und auf der anderen Seite, ich denke, es ist ja auf Kosten der Nutzer. Also vor allem dieses Sandwiching ist ja immer auf Kosten der Person, die gesandwiched wird, weil die kriegt einen schlechteren Preis. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Uniswap Slippage nicht richtig einstellt, also Slippage ist, wie viel der Preis im Endeffekt dann von dem Preis, der dir angezeigt wird, abweichen kann. Wenn man das jetzt zu hoch einstellt, kann es sein, dass man am Ende fast gar nichts für seinen Trade bekommt. Also dann
kaufst du irgendwie für 2000 Dollar Ether und kriegst aber nur irgendwie für 20 Euro Ether, also Ether im Wert von 20 Euro. Und das sind halt so Probleme, das ist einfach total schlecht für den Nutzer. Und deswegen hoffe ich, dass viele von diesen Smart Contract Protokollen mittelfristig irgendwie Dinge dagegen einbauen, damit das nicht mehr so passieren kann, wie es im Moment passiert. Und du hast ja gesagt, ihr habt ja bei Ethereum, also eigentlich habt ihr 5 oder 7 Software-Implementationen und die haben jetzt aber nur einen Mining-Client da angepasst mit diesen Flashboy-Aktionen oder alle? Die haben einen angepasst, unseren. Also unserer ist für 80% des Netzwerkes verantwortlich, Geth. Und deswegen, das ist schon der größte Client. Und deswegen hat man den genommen. Und der .NET-Client, der versucht sowas aber jetzt auch zu implementieren. Also die versuchen auch die Mining-Pools auf ihre Software zu kriegen. Dann ist ja wieder ein Klumpenproblem. Das heißt, wenn jetzt in dem Get-Client, der jetzt auf Go basiert, richtig, ein Fehler drin ist, dann hat 80% des Netzwerkes ein Problem. Gab es ja schon mal. Genau. Ja, genau. Genau. Das ist ein großes Problem. Deswegen hoffen wir darauf, dass diese anderen Implementierungen besser werden, sicherer werden und auch von mehr Leuten genutzt werden. Also vor allem, es gibt einen neuen Client, der heißt TurboGeth. Also der hieß TurboGeth die ganze Zeit. Es war auch ein Fork von Geth. Also sie haben Geth Software genommen und verändert. Der hat sich jetzt umbenannt in Eragon und der hat so eine neue Art, irgendwie das alles zu implementieren. Also es wird sehr, sehr modular gestaltet. Dadurch können Implementierungen in verschiedenen Sprachen gemacht werden, die dann miteinander reden. Und wir hoffen halt, dass dieser Client mehr von dem Netzwerk jetzt übernimmt. Also früher hat halt Parity, der Parity-Client ungefähr, also es war nie 50-50, aber halt 30-40% hat der Parity-Client übernommen und den Rest GoEthereum. Und wir hoffen, dass Eragon jetzt endlich einen starken Gegenspieler sozusagen zu unserer Implementierung hat, weil das ja auch für uns sehr, 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 sehr stressig ist, dass also jede Zeile, die wir schreiben, kann Ethereum irgendwie kaputt machen, theoretisch. So, und deswegen ist es ist sehr, sehr gut, dass wir in Ethereum diese verschiedenen Clients haben. Wir hoffen nur, dass in Zukunft halt die Nutzer auch die anderen Clients auch verwenden. Also wenn ihr da draußen irgendwie Lust habt, eine Ethereum-Node laufen zu lassen, ich kann Besu sehr empfehlen, eine sehr, sehr gute Implementierung. Nethermind ist auch okay. Und vor allem Eragon ist was ich jetzt sehr, sehr interessant finde, weil sie eben mit dieser neuen Architektur mit enorm, also mit sehr, sehr wenig Daten irgendwie auskommen. Also zum Beispiel eine GoEthereum Archive Node. Das ist eine Node, die sozusagen, die für jeden Block den gesamten Stand speichert. Also normalerweise brauchst du nur alle Blöcke und den heutigen Stand. Das ist, was eine Full Node in Ethereum ist und auch eine Full Node in Bitcoin. Und die Archive-Node, die speichert alle Zwischenstände. Und die ist in Ethereum, die ist mit GoEthereum ungefähr 8 Terabyte groß. So eine Archive-Node braucht man, um zu wissen,
um jetzt ohne das berechnen zu müssen, einfach hingehen zu können und sagen, okay, Account ABC hatte an Block 3 den Stand und so viel Geld. So, und das braucht man für so Block Explorer zum Beispiel. Aber die meisten Leute, die brauchen wirklich nur alle Blöcke, um die einmal zu verifizieren und den neuesten Stand. Und diese Archive-Node, die hat in GoEthereum hat die 8 Terabyte und in Eragon hat die 1 Terabyte. Also da ist ein riesen Unterschied. Und deswegen für eine Archive-Node ist es eh schon der Client, den man da nutzen sollte. Und für die Full-Node hoffen wir, dass halt ein paar Leute eben auch auf diese modulare Architektur überspringen, vor allem weil jetzt der Open Ethereum, also was früher Parity war, weil der Client jetzt auch aufhört und auch zu Eragon rübergeht, das ganze Team. Und wir hoffen, dass das dann wieder dazu führt, dass das wieder ein bisschen balancierter ist, das ganze Netzwerk. Gut, werden wir jetzt mal wieder ein bisschen allgemeiner. Was denkst du mit Ethereum 2.0? Wird da alles besser? Also Ethereum 2.0 ist ein sehr, sehr großes Thema und es besteht ja aus 4, 5 verschiedenen Upgrades, die wir machen wollen. Ich denke generell, es wird schon alles besser. Also vor allem halt, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man mit Proof of Stake eben nicht mehr diese Unmengen an Energie verbraucht. Auch wenn ein Teil von der Energie irgendwie aus Grün und aus erneuerbaren Energien stammt, ist trotzdem ein großer Teil, 40-60%, eben aus Kohle oder Atomkraft oder so. Und ich denke, es ist für uns alle irgendwie sehr erstrebenswert, den Energieverbrauch von Kryptowährungen zu senken. Also wird durch Ethereum 2.0 wird der Energieverbrauch um 99,95% gesenkt, ungefähr von dem Energieverbrauch von einem kleinen Land, sowas wie, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie Uruguay oder sowas, oder sogar fast Österreich, auf den Energieverbrauch von einer kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern. Und ich denke, das ist was sehr, sehr Cooles. Und das ist der Switch die Änderung von Proof of Work zu Proof of Stake. Und dann ist ja Sharding auch ein Thema von Ethereum 2.0, dass man sozusagen die Blockchain aufteilt in 64 Teil-Blockchains und dann müssen die Validatoren immer nur Teile von dieser Blockchain verifizieren und dadurch hat man halt einen sehr, sehr, also einen viel höheren Durchsatz. Das heißt, man kann viel mehr Transaktionen schicken, was ja natürlich auch sehr, sehr schön ist. Also ich hoffe, dass alles besser wird. Gut, wobei mit dem Energieverbrauch, um das erste zivilisatorische Level zu erreichen, müssen wir mehr Energie verbrauchen. Bloß immer die Frage, für was. Aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Da kannst du ja mal oder der Zuhörer sich frühere Podcasts anhören oder auch den Monatsrückblick vom Anfang Juni 2021. Da hat man das auch nochmal ein bisschen aufgegriffen. Aber Ralf, du wirst die nächste Frage stellen. Ich höre es. Ja, und ich habe noch eine Frage zu dem Eragon. Habe ich das richtig verstanden? Wie wird dieser neue Client oder diese neue Gemeinschaft, die das programmiert, wie wird die richtig buchstabiert? Und ist diese Gemeinschaft, oder ist das eine Firma, ist das ein loser Zusammenschluss von Developern? Was kannst du dazu noch sagen? Also Eragon, Erigon,
Und das ist ein Projekt, das wurde gestartet von Alexei, unaussprechlicher Nachname. Und der hat drei bis vier Jahre lang hat der versucht, dass hat er daran gearbeitet, die Art, wie wir den Zustand des Netzwerkes speichern, das umzuschreiben. Und ist dann eben irgendwann darauf gekommen, dass man diese modulare Architektur irgendwie verwenden kann. Sind teilfinanziert von der Ethereum Foundation. Also es ist eher so ein loser Zusammen, im Moment noch eher so ein loser Zusammenschluss. Eben mit Grant, also mit einem Stipendiat von der Ethereum Foundation. Und jetzt kommen aber ein paar große Player rein, zum Beispiel Gnosis, die Entwickler, die sie vorher an Open Ethereum hatten, die diese Entwickler dann auch zu Eragon irgendwie hinzufügen, weil sie eben die Arbeit an Open Ethereum einstellen, was sehr schade ist, aber auch sehr verständlich. Also, Okay. Ja, jetzt bist du wieder dran. Boah. ja, gut. Wir haben ja noch stehen Beacon Chain und die zukünftige Vermengung, Vermischung. Kannst du da noch was dazu sagen? Genau, also der Ethereum Proof of Stake, den gibt es jetzt schon seit einem halben Jahr. Also es gibt sozusagen ein paralleles Netzwerk, das nennt sich Beacon Chain. Das ist ein Netzwerk, das den Proof of Stake ausführt und sozusagen leere Blöcke generiert. Und das ist jetzt noch nicht so sehr nützlich. Und der Merge, das ist dann die Zusammenkunft von Ethereum, von dem jetzigen Ethereum und dieser Beacon Chain. Das heißt sozusagen, in Ethereum wird der Proof of Work wird durch diesen Proof of Stake, durch diese Beacon Chain ersetzt. Diese Zusammenführung ist natürlich sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe ja schon mit dem Energieverbrauch schon ein bisschen drüber geredet. Also da wird dann endlich der Proof of Work abgeschaltet. Und ja, und wir sind gerade dabei, da die ersten Prototypen zu entwickeln. Vor einem Monat haben wir, anderthalb Monaten, haben wir den ersten Prototypen laufen lassen, also ein richtiges Netzwerk mit drei verschiedenen Ethereum 1 Clients und vier verschiedenen Ethereum 2 Clients, die dann alle miteinander verbunden irgendwie diese Chain gestartet haben. Also für diese Beacon Chain gibt es nochmal andere Implementierungen als für die jetzige Ethereum Chain von anderen Teams. Und die sind aber alle miteinander interoperabel. Und ja, genau, da haben wir dann die ersten Transaktionen schon über Proof of Stake geschickt, was sehr, 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 sehr cool ist. Jetzt in nächster Zeit sind die Ethereum 1 Teams allerdings mit London beschäftigt. Also wir arbeiten im Moment an dem London Hard Fork. Das ist das neue Update von Ethereum. Und an EIP 1559, was vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer schon was sagt, wo es darum geht, dass die Transaktionskosten, die man zahlt, ein bisschen, ja, dass man besser weiß, wie lange eine Transaktion ungefähr braucht, bis sie reinkommt. Und Nebeneffekt davon ist, dass auch ein Teil von den Transaktionskosten verbrannt wird und damit Ethereum eventuell deflationär wird, was auch für die Leute mit Investoren-Hintergrund interessant sind, für mich nicht so wirklich.
Aber ja, wie gesagt, wir haben im Moment sehr viel anderes zu tun. Deswegen ist der Merge jetzt gerade für die nächsten ein, zwei Monate ein bisschen auf Halde gelegt. Und danach wird dann aber da ordentlich dran gearbeitet. Und ich gehe davon aus, dass im ersten Quartal 2020 das dann schon irgendwann durchgeführt wird. Ja. Ersten Quartal 2022. 2022, ja, sorry. So, und die Transaktionen, die ihr geschickt habt, habt ihr die im Live-Netzwerk, im Mainnet geschickt auf der Beacon Chain oder im Nee, Test? nee, im Testnetz. Also ein eigenes Testnetz. Und da wurde, also es sind halt natürlich viele bewegliche Teile, wenn man so ein riesen Update irgendwie machen will. Wir haben jetzt nur das sozusagen fertige Ethereum-Netzwerk nach dem Merge getestet. Und was jetzt noch sehr, sehr interessant ist, ist sozusagen der Punkt des Merges. Also wo du der Block, wo noch ein Proof of Work dran ist und dann der Block, wo halt der Proof of Stake dran ist. Und dieser Zeitpunkt, der wurde jetzt noch nicht getestet. Das ist doch was, wo auch noch, glaube ich, ziemlich viel Arbeit reingesteckt werden muss, um das dann zu machen. Ralf, hast du noch eine Frage dazu? Noch nicht, doch eine. Denkst du, dass die entsprechenden Ankündigungen, die man jetzt gemacht hat, gehalten werden oder wird es eventuell schneller gehen? Also schneller geht immer so. Es gibt Leute, die gesagt haben, irgendwie Oktober. Das halte ich für erstmal unverantwortlich, sowas zu sagen. Und auch einfach nicht einhaltbar. Also das auch wenn wir jetzt irgendwie hier die Entwickler verschleißen würden wie sonst was, also mein wichtigstes, mein höchstes Gut ist, dass Ethereum sicher ist. Und ob wir da jetzt noch mal 6 Monate irgendwie länger brauchen oder kürzer brauchen, solange es sicher ist, denke ich, ist es okay, dieses Update zu fahren. Jetzt da irgendwie schnell zu machen, um irgendwie welche Deadlines einzuhalten, finde ich unverantwortlich für ein Netzwerk, das Milliarden an Transaktionen irgendwie verschickt und Milliarden an Dollar auch hält. Was denkst du, wann es dann kommen wird, Anfang nächsten Jahres, realistisch aus deiner Ja, Sicht? also ich denke Anfang nächsten Jahres sollte das realistisch sein. Gut. Ja. Dann kommen wir zur letzten Folie. Was denkst du, gibt es in 10 Jahren noch Banken, so wie wir sie heute kennen? Ich denke, es wird noch Banken geben, aber ich denke, sie werden ihr Kerngeschäft ändern müssen. Ja, ich denke, so das klassische Sparkonto oder sowas, das sind so Sachen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Denke ich, das kann man alles digital machen, das kann man alles, also da braucht man viele Bankfilialen, wird man nicht mehr brauchen. Also die Frage, wie das mit dem, also wenn man davon ausgeht, dass es in 10 Jahren auch schon kein Bargeld mehr gibt, was ich hier in Deutschland jetzt nicht tue, dann ja, würden halt diese ganzen Bankfilialen wahrscheinlich wegfallen. Ich denke, dass das Kerngeschäft, das noch bleiben wird, sind so alles, was Finanzierung angeht, also die Vergabe von Geld irgendwie zur Hausfinanzierung oder so ein Kram, das wird, glaube ich, noch eine ganze Ecke länger brauchen, um das irgendwie zu digitalisieren.
Ja, was kommt nach DeFi und NFT? Siehst du neue Hype? Oh, das ist sehr schwer. Also da was zu sagen. Ich denke, mit NFTs ist es noch längst nicht fertig. Im Moment haben wir ja sehr, sehr viele NFTs, die irgendwie Kunst abbilden. Und ich denke, es werden mehr NFTs kommen, die wirklich Besitzrechte oder Stimmen, also Stimmgut oder sowas, Stimmrechte irgendwie abbilden. Das wird noch kommen. Ansonsten große Hype-Themen, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich noch sehr, sehr interessant finde, was wahrscheinlich kommen wird in diesem ganzen Sektor, Multiparty-Computation, das sind so Sachen wie Zero-Knowledge-Proofs, dass man mit mehreren Parteien vertrauenslos, trustless miteinander Berechnungen anstellen kann. Ich denke, da wird sehr, sehr viel dran geforscht und das ist meiner Ansicht nach Blockchain das nächste große Hype-Thema und dann natürlich auch in Verbindung mit Blockchain. Gut. Und wo wohnt dieser ominöse Satoshi Nakamoto? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich gehe eigentlich davon aus, dass Satoshi Nakamoto keine Einzelperson war. Einfach dadurch, dass viele von seinen oder von ihren Schriften und Textstücken und Code sehr unterschiedlich waren. So als ob sie nicht von einer Person geschrieben wären. Also er hat ja eine web.de-Adresse oder web.com. GMX, sorry, ja. Und also es könnte schon was Zentraleuropäisches sein. Oder er hat sich eine deutsche Adresse besorgt, weil Deutschland datenschutzaffin war und er dachte, er hätte dort den besten Datenschutz bei einem Freemailer. Das kann auch gut sein. Das kann auch gut sein, vor allem, weil Deutschland ja auch seine Bürger nicht so ausspioniert. Ja, das also war früher mal so. Die Frage ist aber, wenn du jetzt sagst, eine Gruppe, was denkst du, wo die Gruppe lokalisiert ist oder wie groß die ist, wie viele Leute? Also ich denke halt maximal 2 bis 3 Leute. Mit mehr Leuten hätte man das nicht so lange unter Verschluss halten können. Und leben die noch? Oder ist ein Teil davon tot? Das weiß ich nicht. Also es ist ja oft das Gerücht, dass Hal Finney irgendwie Teil davon war. Ein berühmter Kryptograf, der und Cypherpunk, der irgendwann gestorben ist. Ich kann es gar nicht einschätzen. Wie gesagt, da weiß ich jetzt leider auch über Bitcoin nicht so sehr Bescheid. Ich denke schon, dass Vitalik Buterin eine Reinkarnation von Satoshi Nakamoto ist. Also ich habe ihn schon öfter mal kennengelernt und öfter mal getroffen, bevor es jetzt dieses ganze Corona gab. Und ist ein also sehr, sehr inspirierender Typ, sehr, sehr kluger Typ, dem auch dieses ganze
irgendwie Geld und Millionär oder Milliardär sein oder was auch immer. Das ist ihm nicht wichtig. Ihm ist wirklich wichtig, die Technologie, die Wissenschaft dahinter und irgendwie coole Sachen zu entwickeln, hoffentlich für das Wohl der Menschheit. Und deswegen denke ich, ja, schon, dass Satoshi Nakamoto auf Vitalik stolz sein würde. Okay, gut. Willst du noch irgendwas sagen? Dann wollen wir dich jetzt zu der Frage nicht weiter quälen. Zum Abschluss. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ich fand es sehr schön. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, marius@ethereum.org oder auf Twitter @vdweiden, so geschrieben, wie es im Chat steht. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Fand es sehr schön mit euch. Danke, dass du da warst, und dann verabschieden wir uns. Ja, also danke auch nochmal und tschüss.